Sie sind schnell und für viele ein Objekt der Begierde, die Harleys. Und was die Biker mit Blues gemeinsam haben, sehen Sie jetzt. Harley-Fahrer sind gerade von ihrer Sternfahrt zurückgekehrt. Von wo sind sie gestartet? Meines Wissens nach sind sie gestartet sind sie von hier, vom Hauptplatz am Bruck an der Leiter, im Rahmen des Wienergassen Blues. Wir machen das heute zum 8. Mal den Wienergassen Blues. Zum 5. Mal sind die Motorräder mit dabei. Es freut mich immer, wenn ich das organisieren darf, da ich selbst auch ein bisschen Motorrad fahre. Nicht unstolz sage ich heute 87 Teilnehmern. Da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein. Sind nicht alle zurückgekehrt, weil ich gehört habe, dass sie in den Regen gekommen sind. Und es ist halt so beim Motorrad, da muss man rechnen, damit man nass wird. Ab Kizeh, das heißt ab etwa Hälfte der Route, hat uns der Wettergott mit Regen übersät. Zum Glück war die letzten 10 Kilometer dieser Route dann wieder die Sonne da und wir konnten es zumindest ein wenig trocknen. Von der Strecke her war es sehr, sehr schön und einige der Motorradfahrer haben sogar ausgeharrt und haben mit uns diese Tour beendet. Wo wart ihr überall unterwegs? Wir sind in Niederösterreich gefahren, ins Burgenland, kurz rüber, über die Autobahn darüber. Und wie gesagt, sind wir leider in den Regen gekommen und ein paar sind nach Hause gefahren, haben die Abfahrt ausgebrochen, aber ein harter Kern, so 35 sind übrig geblieben. Und die sind wir dann wieder alle hier nach Bruck gut zurückgekommen. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Wie reagieren die Menschen auf Harley-Fahrer? Eigentlich sehr gut. Also wenn du irgendwo hinkommst, stehen bleibst, sie kommen her, schauen sich die Motorräder an, fragen eben, wie es ist, so zu fahren. Und das, also es macht recht viel Spaß, ja. Auch lernt man viele neue Leute kennen, ja. Es sprechen dich wildfremde Leute an, ja. Erzählen dir Geschichten, wie sie früher selber Motorrad gefahren sind. Also es ist schon ein eigenes Erlebnis, ja. Die Harley-Fahrer haben eine lange und teilweise auch recht feuchte Reise hinter sich. Womit werden sie jetzt belohnt? Sie werden belohnt mit einem tollen Bluesmusikfestival, das 6. Brucker Bluesmusikfestival. Die Harley-Fahrer sind unsere Gäste bei der Ausfahrt gewesen und sind auch unsere Gäste beim Festival. Und wir werden viele Besucher erwarten und ich hoffe, dass sie auch kommen. Das Wetter ist ein bisschen bewölkt jetzt, aber es wird trocken sein. Und wir werden viel, viel Musik hören, viel gute Musik hören. Das ist natürlich eine Riesenbereicherung für die Stadt, sowohl für die Kultur als auch für die Wirtschaft ist das eine Riesenbereicherung. Und vor allem immer, wenn Kultur mit Wirtschaft zusammenarbeitet, kommt immer was Gescheites heraus dabei. Man sieht, wenn das mit winzig engagierten Bruckenerleitern, dass da immer was Positives herauskommt. Und da möchte ich auch den Thomas Bauer vielmals Danke sagen, weil ohne seine Unterstützung würde es viele Events in Bruck nicht geben. Was bedeutet es Ihnen, mit Ihrer Harley auszufahren? Es ist ein besonderes Gefühl, einfach Motorrad zu fahren. Ich bin früher schon viele andere Motorräder gefahren, aber Harley, es ist einfach vom Stil ein bisschen anders, es ist ein ruhigeres Fahren und es ist eine Lebenseinstellung. Die zwei Zylinder, die geben ein gutes Vibrieren, die Good Vibrations, wenn man so möchte, in die Mitte. Thank you.